Venedig wird in der Hochsaison von Touristen überrannt. Oft sind es genauso bis fast doppelt so viele, wie die Lagunenstadt Einwohner zählt. In der Altstadt Venedigs leben nur noch etwas mehr als 50.000 Menschen. Was natürlich wichtig für die Wirtschaft ist, ist auch eine Bedrohung für das alltägliche Leben der Bewohner und die Identität dieser einzigartigen Stadt. Marcello Strozzi lebt seit seiner Geburt auf der Insel Giudecca. Das Familiengeschäft, in dem seine Mutter einen Friseursalon betrieb, schloss 2019 nach 50-jähriger Tätigkeit. Zahlreiche Angebote, den Laden als Bar, Restaurant oder Souvenirladen zu betreiben, schlug Strozzi aus. Volevamo trovare qualcosa che andasse bene e che fosse qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che sia più utile alla città, alle persone che comunque anche ci vivono. Isola della Giudecca, proprio di fronte al centro storico. Una volta brulicante di veneziani che andavano a fare la spesa nelle salumerie, nei fruttivendoli. Adesso una meta turistica, con bar e ristoranti che affacciano sul canale. Però alcuni veneziani, nel loro piccolo, stanno cercando di invertire la tendenza e di preservare l'identità e la cultura della loro città. Nach 4 Jahren kam das richtige Angebot. Ein Kunstbuchladen, ein Ort für Schönheit, an dem man sich aber auch treffen und unterhalten kann. Vedo proprio questo turismo di massa che non guarda, non guarda, non ammira quello che potrebbe veramente rimanere nel cuore e invece si limita a immortalizzarlo nel telefonino. Damit Rialto-Brücke und Markusplatz nicht wie bisher im Touristenansturm untergehen, plant die Stadt eine Vorabreservierung für Touristen mit Eintrittsgeldern bis zu 10 Euro. Das Ziel nicht mehr als 100.000 Tagesgäste gleichzeitig. Bereits mehrmals verschoben wird dies wohl 2024 eingeführt.